darf jetzt hier sitzen mit Marie, Kat und Caro von 24/7 Diva Heaven. Hi, super, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Ja, es sind hier schon alle super neugierig. Ihr seid heute in doppelten Auftrag da, mehrere Identitäten. Zum einen 24/7 Diva Heaven, eure Band. Mit dem neuen Album haben wir ja schon gehört, Vorfreude und vielleicht auch so ein bisschen Angst vor, was kommen wird. Stress für wen, darüber ja, will ich ein bisschen was hören. Und aber auch für Girl Noisy, die Community in Berlin, die ihr mit angestoßen habt. Auch dazu werden wir ein bisschen was mitbekommen. Ihr habt euch 2017 gegründet, gefunden, zusammengesammelt. EP gab es dann 2018 mit Superslide. Ja, was erwartet uns heute? Was ist Stress? Geiles Album. Würde ich so unterschreiben. ja, ich glaube, euch und uns erwartet ein Sammelsurium der Songs, die wir nach Superslide gemacht haben. Und sozusagen, ich glaube, so zum ersten Mal so ein bisschen so die Identität der Band festigen oder so auch zeigen, was wir musikalisch so machen oder in welche Richtung wir gehen wollen oder so die Range, die wir so bedienen auch. Und dass es vielleicht nicht immer nur Punkrock ist, sondern vielleicht auch mal was anderes sein kann. Also ja, wir wollten einfach ein bisschen was Vielfältiges machen. Und das sind so unsere ersten 11 Baby-Songs für die Welt und für uns. Ja, war selber für uns überraschend, was am Ende bei rauskommt. Ja, ja, weiter ausgebrütet dann nach der EP. Ihr habt das Album im März veröffentlicht, wart dann, wie wir alle, noch ein bisschen so im Bremsenmodus, aber seitdem war schon gut was los drumherum. Ja. Stimmt. Also ja, wir konnten wir natürlich voller nicht, Sommer, oder? Genau, also dann sind wir natürlich nicht mit unserem Album rausgegangen und sagen, ja, ja, Leute, jetzt sind wir da, hier ist die Musik. Wir wollen euch die jetzt hier mal präsentieren, mit euch teilen und richtig zusammen abgehen. Aus genannten Gründen, und aber es hat uns ja trotzdem nicht irgendwie gebremst, oder? Also nee, es wurde dann... Es kam ja dann auch. Ja. Für das, was man machen konnte dieses Jahr, glaube ich, können wir nicht meckern, was wir dann machen konnten mit Stress, was wir spielen konnten und welche Chancen wir dann noch gekriegt haben. Wir hatten ja auch ein bisschen Glück, weil, also war auch ein bisschen so eine bewusste Entscheidung, das in der Lockdown-Zeit rauszubringen, weil man dann vielleicht noch die Chance hatte, wenn nicht so viele Bands ein Album rausbringen, dann ist ja vielleicht noch der ein oder andere Platz in einem Magazin. Und der wurde dann auch freigemacht hier und da, weil eben auch viele andere Bands nichts veröffentlicht hatten. Und dann haben wir Glück, als kleine Band dann noch irgendwie reingekommen zu sein in so das ein oder andere Magazin. Und das war uns eigentlich eher zuträglich und wir haben die Zeit eigentlich ganz gut genutzt, um uns dann vorzubereiten, um dann zu spielen, so wie heute im schönen Hamburg, zum ersten Mal übrigens. Ja. Sehr gut, ja, fein, dass ihr gekommen seid. Ja, Diva Heaven, wo landet man da? Wo? Also ich glaube, da gibt es keine eine Antwort. Also ich meine, wir haben uns ja bewusst entschieden, uns so zu nennen, wie wir uns nennen, 24/7 Diva Heaven. Und wie wir auch wissen, 24/7, also die ganze Zeit nonstop. Ja, und das wollen wir auch nicht begrenzen, dass es nur einen Diva Heaven gibt. Und der ist von meiner Vorstellung her auch jedes Mal anders. Also, und das ist ja das Gute, dass wir auch, wie du das jetzt auch gerade gesagt hattest, auch in unseren Songs so zu hören, wie wir auch selber total unterschiedlich auch sind, aber auch zusammen auch in diesen Diva Heaven ja eintauchen können und uns da wieder neu entdecken können in Form nun von Songwriting oder von wie wir uns irgendwie heute darstellen wollen, aber total bewusst und nicht irgendwie mit so vielen Fragezeichen. Und auch wenn diese Fragezeichen auch da sind, dann aber auch gemeinsam das zu entdecken, wo wir jetzt irgendwie weiter sein wollen und wie wir uns erleben wollen gemeinsam. So sehe ich das. Das ist meine Vorstellung. Also ich bin jeden Tag in meinem Diva-Heaven. Genau das, was ich mache, ist mein Diva-Heaven. Jeden Tag. Auch wenn man voll nicht verkatert ist. Ja, manchmal auch schlecht gelaunt. Das ist auch erlaubt. Sein, wie man will. Ja, genau, auf jeden Fall.
Das dachte mir fast, dass das so eine Grundvoraussetzung ist. Das ist so, genau, und du musst nicht verstellen im Diva-Heaven, dann kommt man nämlich in die Diva-Hölle. Das ist bestimmt auch ganz nett, mal ab und zu mal. Was ja auch ganz schön schnell passiert. Also auch schon allein das Albumcover ist ein bisschen so ein Ping-Pong mit dem kleinen Süppchen und dann dem Stress reingestreut. Also man wird ja dann doch immer wieder so hin und her gewürfelt, aber immer ziemlich direkt, was ich total gern mag. Und genau mit dem 24/7, das will ja auch was. Also genau. Seid ihr auch so viel zusammen? Hängt ihr zusammen ab und geht in die Up und Downs oder... Die Band, also so eine Band zu haben, ist ja an sich schon sehr zeitintensiv, vor allen Dingen, wenn man damit auch, wenn man Konzerte spielt, wenn man ein Album macht und so. Wir verbringen auf jeden Fall total viel Zeit miteinander und oftmals ist das schon so viel, wie sich normale Freunde auch sehen würden, die wir auch sind, Freundinnen. Und ich wollte gerade sagen, normale Freunde, also in meiner Band zusammen haben, ihr wisst schon, Nein, ihr wisst schon, wie ich meine. Also so meine Freunde. Der gute und der schlechte Stress. Wenn man sich ohne Band sozusagen sieht. Ja, von daher, wir sind super viel zusammen. Ja, und wir machen natürlich auch privat was. Und wir genießen das ja auch. Und ist auch mal schön, Zeit zu verbringen, ohne dass man probt. Oder ohne dass man über die Band so unbedingt so tolle viel nachdenkt. Obwohl zwangsläufig das natürlich auch immer passiert. Aber wir sitzen auch einfach sehr gerne zusammen und schminken uns. Und spielen Schach. Und spielen zu dritt. Genau. 12 Felder bei. Genau. Nach unseren eigenen Regeln. Ja. Auch wieder anders als gedacht. Das fließt dann alles in die Songs oder einiges davon. Kat, du hattest vorab gemeint, dass viel auch mit einem Vibe dann entschieden wird. Also was geht und was nicht geht. Was ja auch vielleicht wieder in die Richtung kommt von nicht unbedingt Thema oder, keine Ahnung, Box oder Stil oder wie auch immer, wird vorher entschieden, sondern man merkt, da geht was, da will man weitermachen und so spielt ihr euch vorwärts und guckt, was es wert ist, ausgebrütet zu werden. Ja, genau. Also ich schreibe ja meistens dadurch, dass ich ja in der Lage bin, da diese Gitarre zu haben zu Hause, entsteht dann vieles da direkt so zu Hause bei mir und dann bringe ich das mit und dann entscheidet der Vibe sozusagen, auf was hat man Bock, geht das gleich gut zusammen, hat man da gleich Lust drauf oder nicht. Und natürlich versuchen wir schon, irgendwie so ein bisschen so eine musikalische Linie zu haben, weil das auch einfach irgendwie so unser Anspruch ist, dass das eine runde Sache ist. Aber am Ende entscheidet so der kollektive Vibe, ist es das jetzt wert, die Idee weiter zu verfolgen oder nicht. Und manchmal, es gibt glaube ich auch Songs auf dem Album, wo der Vibe am Anfang vielleicht nicht ganz so da war oder bei Einzelnen nicht ganz so da war, wo dann vielleicht die ein oder andere aber dachte, oh, lass mal das nochmal weiterverfolgen und dann hat es noch Klick gemacht, später. Aber ist eher seltener der Fall. Meistens weiß man gleich von Anfang an so, das groovt oder nicht. Ja, oftmals. Ein anderer Teil, der, glaube ich, viel Zeit nimmt, aber die Sache wert ist, ist Girl Noisy. Ja, auch wieder vorab in meine Ohren ist gekommen, dass ihr euch als Band gefunden habt und dann ging es ziemlich schnell, dass Fragen an euch rangekommen sind und so, wie war das, wie macht ihr das, wie seid ihr vorwärts gekommen und eigentlich so aus dem Bedarf, aus der Community raus, ihr diese, das Kollektiv gegründet habt und da jetzt auch Anlaufstelle seid für viele MusikerInnen in Berlin und genau, erzählt was. Was passiert da? Ja, was passiert da? Also das stimmt. Also uns hat dann nach der Gründung von 24/7 Diva Heaven genau solche Fragen dann erreicht, die wir natürlich auch nicht ständig irgendwie beantworten konnten und schon gar nicht in Form von E-Mails. Gerade ich muss in meinem Job extrem viele E-Mails schreiben und dachte mir dann auch, wir brauchen da irgendwie eine Anlaufstelle, wo wir dann uns da gegenseitig auch austauschen können, wo genau die Fragen zu den Antworten da finden, auch wo finde ich jetzt eine andere Schlagzeugerin oder wie buche ich ein Konzert, wie komme ich da ran, etc. pp. Und genau, da haben wir dann einfach uns dann zusammengetan mit weiteren Bands und Freundinnen aus Berlin
und haben dann gesagt, ey, dann machen wir das auch in Form, nicht nur irgendwie treffen uns in der Kneipe und quatschen wir, sondern natürlich auch in Form von der Musik, weil da genau verstehen wir uns ja, gerade wenn es darum geht, zur Bandgründung oder ich suche nochmal eine andere Band für meinen Roster oder für eine Veranstaltungsreihe so und dann hört man ja schon ziemlich schnell irgendwie heraus, das passt oder passt weniger gut oder daraus kann was werden. Und da haben wir uns dann 2019 das erste Mal zusammengetan mit einer Jam-Session ja und dann dazu eingeladen. Und das war dann halt auch einfach so, ja, just for fun. Und das hätte ich jetzt auch nie gedacht, dass es so schnell und so groß wächst und dass diese Nachfrage so krass ist. Wir hatten jetzt am Dienstag wieder eingeladen zur Jam-Session und da waren jetzt auch 100 Leute. So ist ausschließlich dann auch für Flinter, die wir dann da ansprechen wollen mit unserer Veranstaltungsreihe und ja, auch was an Feedback zurückkommt, haben sich andere Bands gegründet. Da haben sich andere Leute auch getraut, Musik einfach zu machen. Also ein ganz gutes Beispiel auch von Irem aus unserem Kollektiv, der 10 Jahre lang nicht Gitarre gespielt. Er meinte, ja, das ist schon geil hier, so wie die Leute hier abgehen. So, ne? Und ich sage, ey, geh doch mal dahin. So, ne? Und ich sage, ah nee, ich habe das ja im Keller und so, ne? Weiß ich nicht. Und dann hat sie dann irgendwie, war dann Aufruf, okay, letzte Jam-Session wegen Lautstärke, blablablub, so. Und dann geht die auf einmal in den Schlenk. Ich sage, nee, geht die jetzt auf die Bühne? Sie geht auf die Bühne, stößt dann die Gitarre an, macht so und auf einmal kniedelt sie da einen ab. Ich so, nee, macht sie nicht. Und alle, wuhu. Mit Franzen, ja, richtig geil. Das ist ja krass, ja. 10 Jahre nicht Gitarre gespielt, ey. Und sowas passiert denn da? Und das ist unglaublich, gerade wenn wir einfach gesagt haben, komm, wir laden mal ein zur Jam-Session und was da zurückgespielt wird und wie die Leute da abgehen, die wir denn da eben da zusammenbringen. Und das ist unglaublich. Also das ist nicht nur einmal passiert, dass ich da Pipi in den Augen gehabt habe und gedacht, das ist schon schön. Ja, wir haben schon ein paar Mal da ein paar Tränen verdrückt, weil das einfach auch so schön ist zu sehen, dass das aufgeht und auch vielleicht Ängste, die man selbst auch hatte bei Bandgründung oder so. Also gerade ich habe auch wie Irem 100 Jahre nicht Gitarre gespielt. Ich habe mir auch überhaupt nie zugetraut, Songs zu schreiben. Nie. Und Mary hatte mich ja dann genervt, lass da mal in den Proberaum gehen. Habe ich mir gesagt, ja, ja. Bin nie mitgegangen. Irgendwann bin ich dann mitgegangen. Und es war wirklich ein langer Prozess jetzt auch zu sagen, okay, man traut sich das, man zeigt das auch nach außen und genau das soll halt Girl Noisy anstoßen. Und so diesen Prozess, so hey, ich kann das auch. Und auch wenn ich vielleicht am Anfang noch nicht so gut bin, ich muss das halt üben und dann werde ich auch besser. Und so ist es, so machen das ja alle. Aber auch nicht nur, mich hat das auch völlig genervt, wenn irgendwie wir mit den Divas dann unterwegs waren. Dann meinten, ja, aber du als Schlagzeugerin, da spielst echt richtig gut Schlagzeug oder du bist die erste Frau, die ich hinter den Drums sehe. Ich denke, aber also irgendwie, nee, stimmt ja gar nicht. Ich kenne so viele. Ja. Und das zeigt dann auch unsere Veranstaltungsreihe. Also, und das ist einfach richtig geil zu sehen, dass ich da nicht nur gesagt habe, dass es nicht nur mein Bild ist und meine Vorstellung, weil genau auch wir diese Community schaffen wollen. Also nicht nur sich gegenseitig zu empowern, sondern auch einfach das mal aufzusprengen und zu zeigen, weil wir sprechen auch Genres an, wirklich, wo es um verzerrte Gitarrenmusik geht. Ja, das geht um wirklich laute Musik, dass das wirklich sehr bunt auch ist. Und, ja. Ja, und das ist ein Klischee, ist eigentlich, auf dem man so hängen geblieben, Mann, vor allem hängen geblieben ist. So. Und dass man auch so einfach nochmal umdrehen kann. Ne? Ja. Also vielleicht auch einfach so eine Perspektive, wenn normal Null nicht cis-männlich ist, sondern einfach mal anders aussieht. Und ja, was dann alles plötzlich wieder beweglicher ist auch und zu machen. Das wäre dann auch genau der Rahmen, ja, warum, du meinst vorab, auch so einen Safe Space zu haben, der jetzt nicht jemand ausschließt, um auszuschließen und gestern traurige Rezension zur tollen Serie Der letzte Mann gehört. Also es geht nicht um die männerfreie Gesellschaft, sondern einfach nur nochmal... Absolut nicht, wir lieben Männer. Und sie dürfen alle bleiben. Genau, es ist nur einfach immer wieder mal gut irgendwie... Nicht alle, dann kommt der Stress. Dann kommt der Stress, aber auf jeden Fall.
Ja, also Standard wechseln wäre dann Programm. Und bei Girl Noisy finde ich spannend, dass es eben nicht darum geht, was es ja auch könnte, eine Liste zu setzen von Bands, die ihr auch toll findet, die es irgendwie so und so schon geschafft haben oder so, sondern eben dieses Format, die Plattform zu haben und zu sagen, dafür lädt man immer wieder ein und eigentlich geht es darum, was die Leute dort vor Ort erleben. Man sieht auch tolle Fotos auf der Homepage, so von wegen, denkst du, es wäre was für dich? Und dann ja, dachte ich mir so, ach so, ist vielleicht auch Diva Heaven, da steckt auch einiges drin. Ja, und genau, dass es aber auch durch die Art und Weise, wie ihr arbeitet, eher darum geht, weiterzugeben, was vielleicht hilft, um erfolgreich zu sein und nicht ellbogenmäßig zu sagen, da sind wir jetzt aber auch die tollste Frau hinter dem Schlagzeug und Gitarre und Bass und bleiben da alleine. Also das ist irgendwie auch so ein Riesenunterschied dazu, wie man Musik machen kann, wie man eine Community angehen kann, indem man das so weitergibt. Ja, und vor allem merken ja die Menschen, die da hinkommen, dass sie halt eben nicht alleine sind, sondern haben halt irgendwie gleich 100 Vorbilder an einem Abend und Gleichgesinnte. Und also ich kannte keine Frau, die ein Instrument gespielt hat, als ich angefangen habe. Also vielleicht welche, ja, die aber nicht in meinem Kreis standen, sondern halt, weiß ich nicht, ja, ich wusste, Britney Spears singt und L7 sind geil, aber die waren ja nicht in meinem näheren Umfeld. Ich hätte mich ja nicht austauschen können mit denen. Und ich glaube, es ist einfach gerade für Anfängerinnen auch schön zu wissen, dass man immer nachfragen kann und man weiß halt gleich die Anlaufstelle. Man weiß, wo kann ich hingehen, um mich zum Beispiel auszuprobieren. Ich weiß aber auch, wen kann ich fragen, wenn ich Fragen habe. Also ja, man weiß halt, man ist nicht allein. Total gut. Und das ist jetzt glücklicherweise wieder monatlich live und in Person möglich. Ja. 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 Vielen Dank soweit schon mal. Vielleicht noch so als letzten Punkt. Ja, das Album, jetzt so, gibt es einen Lieblingssong? Die gehen auseinander oder gibt es was, das ihr heute vielleicht noch mal als Zugabe spielen würdet, weil es einfach schon im Kopf festhängt? Gute Frage. Sag ihr mal. Mein Lieblingssong von unserer Platte? Ich liebe Head on Collision. Und das ist auch eine Nummer, die habe ich lange nicht gemocht. Echt lange nicht. Das, ja, das ist so ein Grower, ne? Aber der ist aber angekommen jetzt. Nach über einem Jahr. Also gerade auch mit der Aufnahme im Studio. Das ist, den höre ich auch echt verdammt gerne und spiele ich auch verdammt gerne. Der ist drin. Also ich habe am Anfang immer JT am liebsten gespielt, weil das einer so, würde ich sagen, der eher so persönlicheren Songs ist. Alle sind irgendwie persönlich, aber es geht viel um Politik und so. Und JT ist eher so aus so einer sehr, sehr persönlichen Emotion raus entstanden. Deswegen spiele ich den immer total gerne, vor allen Dingen, weil der auch sehr einfach zu spielen ist, finde ich, an der Gitarre. Und man dann halt viel mehr das genießen kann, als wenn man sich konzentrieren muss, dass das Riff jetzt geil kommt. Kann man nochmal schön hier so rumlaufen. Genau, ne? Hier kann man schön rumlaufen. So, ne? Das mache ich auch heute. Ja. Da laufe ich hier fehlt hier auch noch die Treppe. Wir hatten hier noch erwartet, dass hier so eine Treppe ist und wir dann hier so, ja. Und dann nicht wir, sondern du. Ja, die hatte ich. Und dann hier so. Und wir können dich ja vielleicht heute endlich mal an diese Seile schnüren, damit du hier so rumschweben kannst. Genau. So war der Plan. Können wir das nochmal aufhängen hier nachher später? Das machen später? Wir gleich. Ja, also so ein paar Minuten bleiben uns zum Umbauen. Ja, ist da keine Treppe dann, aber hier so, ja. Die können wir jetzt noch nutzen. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Gespräch vorab. Danke dir. Und bin sehr gespannt, wenn es jetzt an die Arbeit geht.